Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem Wertenswerk Tube. Hallo. Hallo. Ich baue gerade ein Sauerstoffsystem in unsere Base ein. Sauerstofftank. Und den Sauerstoffgenerator. Ich muss hier doch größere Umbaumaßnahmen gerade vornehmen. Es geht nicht anders. Ärgert mich gerade selber. Ich muss hier gleich nochmal die Triebwerke eben alle entfernen. Verbinde an der Seite anbauen geht ja nicht, weil... Ups. Was? Wie ups? Oh, hier treiben gerade Triebwerke so lose durch die Gegend. Aber das waren liebe Triebwerke, die sind nur ganz langsam hin und her getrieben. Also das machen die vorbildlich an der Stelle. Den kann ich ja nicht einfach... Ich brauche einen großen Anschluss für den Verbinder. Geht ja nicht anders. Und das bedeutet einfach nur, dass ich keine andere Möglichkeit habe, als den Generator nach vorne zu packen und den Verbinder hinten am Popo ranzumachen. Ach so. Ja, gut. Ja. Ey, komm her! Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, was fällt mir hier gerade... Oh, ich habe was verloren. Fracht. Irgendwas ist mir auf dem Boden. Also ist in den Schwerkraftgenerator geknallt und was? Fällt jetzt auf den Planeten. Keine Ahnung, was es war. Werde ich nie wieder. Nee, Reaktor. Werde ich nie wieder finden. Ein großer Reaktor. So, 5. Der kommt dann hier ran. So, ich nickel mir mal einen in der Zwischenzeit. Oh, Herstellungskommandant, ich dreh durch. Gut, mit Eis müsste ich den dann per Hand beladen, ne? Das geht nicht anders. Mit Eis? Ja, weil Sauerstofftank, Sauerstoffgenerator muss direkt am Cockpit dranhängen, sonst habe ich im Cockpit keinen Sauerstoff. Es sei denn, ich verzichte auf Sauerstoff, sag ich mal. Aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt so die beste Idee, ne, oder? Das kommt drauf an. Wenn das ist die Frage der Einsatzbarkeit, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast, es ist dir eigentlich das Ding ist ein, das Ding ist ein Frachter, der soll nur von A nach B mal eben fahren können. Wenn ich genug Sauerstoffflaschen mit an Bord habe, soll es mir recht sein, sag ich mal so, ne? Also... Wenn hier ist das, was am wenigsten ausgeht, ist immer Sauerstoff. Was am schnellsten ausgeht, ist meistens Hydrogen. Ja, wie gesagt, wenn ich 3 Sauerstoffflaschen habe, soll es mir recht sein. Ich darf halt keine vergessen, ne? So. Ja. Wie gesagt, den Sauerstoffgenerator, Cockpit. Was hatte ich? Ich hatte das Jäger-Cockpit hatte ich, ne? Ja, genau. Wollen wir mal gucken. Das Jäger-Cockpit hat nochmal was für Anschlüsse? Einen großen Anschluss hin. Das bedeutet, ich muss den Sauerstoffgenerator, Sauerstofftank. Ja. So kann ich mir sparen. Also weißt du, normalerweise habe ich ja den Sauerstoffgenerator oder den Tank an den großen Cargo-Container, damit am Conveyor-Netz dran und dann versorgen die sich gegenseitig und von da aus kann ich dann das Jäger-Cockpit anschließen. Das ist kein Problem. Da ich die jetzt nicht mehr an die Cargo-Container anschließen kann und auch keine Möglichkeit habe, Sauerstofftank oder sowas, doch, ich könnte das vorne übers Cockpit befüllen, aber es macht ja irgendwie auch wenig Sinn. Ne? Ich glaube, dann mache ich ohne Sauerstoff. Du darfst halt nicht so irre lange mit dem Fliegen dann, ne? Mhm. Weiß nicht, ob das ein Problem sein könnte, irgendwie so. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, weil... Schreibt uns doch mal was in die Kommentare. Können wir vorne immer noch vorhängen. Ich mache jetzt mal ohne Sauerstoff erstmal. Oh, kein Sauerstoff. Dieser Van, ein Teufelskerl. Also ich glaube, das macht keinen Unterschied. Also ich würde jetzt ohne Sauerstoff bauen, einfach aus dem Grund, weil du kommst ja in der Regel aus einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre und versuchst jetzt Ressourcen hier anzubringen. Dann kommst du da an, brauchst auch keinen Sauerstoff, weil im besten Falle hat die Basis Sauerstoff. Und also es gibt für mich jetzt keinen weiteren logischen Grund,
da jetzt extreme Mengen mitzunehmen. Ja. Weil du hast, selbst wenn, du könntest ja jederzeit mal kurz in der Base auftanken. So, jetzt brauchen wir hier noch Stahlplatte Panzerglas, ist die nächste ran. Theoretisch würde das so gehen, ja. So, einmal Stahlplatte. Den Generator hätte ich vielleicht mal drehen sollen. Den Reaktor. Das wäre vielleicht nicht unklug. Reaktor. Weißt du, eigentlich lief es ganz gut und jetzt fange ich wieder an, mich mit irgendwelchen Sachen schwer zu tun. Ja, wobei, das ist ja jetzt schon wirklich auf hohem Niveau, ne? Es geht ja jetzt wirklich nur darum, mehr zu haben als vor. Computermetallgerüst. Boah, ich muss schnell sein, jetzt kommt gerade die Sonne rum. Hä? Müsste noch die Taste. Okay, dann ist es die. Du musst schnell sein, Will. Wer muss schnell sein? Ich. Warum? Jetzt kommt gerade die Sonne rum und ich muss die hydroponischen Farmen auf Stand bringen, damit die erste Sauerstoffladung hier reinkommt. Boah, es ist herrlich. Ich liebe es. Ich mag das Grün. Boah, es ist ein so tolles Bild. Well, das musst du dir anschauen. Ja. Zwar bis auf einen alles momentan noch aus, aber ich glaube, die kommen auch gleich. Ich bin gerade noch hochkonzentriert hier. Ich verstehe. Okay, 0,58. Okay, das heißt, die sollten jetzt eigentlich alle nacheinander dann an. Triebwerk. Okay. So, jetzt muss man ganz kurz schnell schauen im Kontrollfeld. Das Tank. Yay! Okay, der Superwell. Band. Ja? Ja, das funktioniert da tadellos. Was funktioniert denn? Die Sauerstoffgeneration hier. Ah ja. So, das heißt, wir bauen hier jetzt einen Lüfter ein. Was fehlt mir dafür? Stahlplatte, okay. So weh, das funktioniert so nicht. Da bin ich aber sauer, ja. Metallgerüst, Herstellungskomponente. Ach so, das liegt wieder daran, dass sie hier wieder keinen Strom haben, ne? Reaktor klein. Doch, der kleine Reaktor hat doch Uran. Warum haben wir denn. Warum zieht sich das denn hier nichts? Ich mache mal ein Cockpit dran. Vielleicht legt sich das dann. Ich glaube, ich kriege hier schon wieder irgendein Problem. Ja? Ja, hier wird sich schon wieder irgendwie nichts gezogen. Ich verstehe es nicht so richtig. So. No fuel. Ich habe schon wieder no fuel. Warum? Im kleinen Frachtcontainer liegt jetzt. Ich kriege hier nichts in den mittleren Frachtcontainer rein. Aber mein Reaktor hat Strom. Kontrollfeld, Förderband. Nee. Kleines Förderband, Reaktor klein, kleiner Frachtcontainer, geht in den mittleren Frachtcontainer. Und das Förderband ist auch dran angeschlossen. Sollte doch gehen. Wo liegt mein Fehler? Meine Füße! Ah. Kleines Förderband. Die Förderband kann man ja gar nicht an- und ausschalten, ne? Ne, die sind immer da. Mhm. Hm. Reaktor? Der zieht sich nichts. Kleiner Frachtcontainer.
und mittlerer Frachtcontainer. Kannst du dir das Schiff mal eben angucken hier? Ich sehe den Fehler nicht. Er muss nicht sofort sein, aber... Also ich kriege von dem kleinen Frachtcontainer wieder nichts in den großen Reaktor, aber das Schiff hat Strom. Scheiße Welten. Ich komme wieder, hier nicht völlig problematisch. Also meine Füße machen manchmal Dinge, die sind unglaublich. Kleines Förderband. Das hängt an dem Frachtcontainer, an dem mittleren dran. Ich erkenne mein Problem nicht. Ich verstehe es nicht. So. Also vom kleinen Frachtcontainer kriege ich nichts in den mittleren Frachtcontainer. Warte, ich bin... Achso, es sei denn, Uran gehört zu den Sachen, die dann nicht durchgehen. Ja, stimmt. Das kann natürlich sein. Probieren wir mal aus, ob was anderes durchgeht. Eine Sauerstoffflasche zum Beispiel. Nee. Wie wär's mit Magazin? Auch nicht. Ja, ich mache jetzt hinten erstmal den Verbinder ran. Ach, den hatte ich doch schon dran. So. Warte mal. Oh, das oxidiert hier auch irgendwie so lose vor sich rum. Ja. Nanu, okay, das ist aber noch fest. Das ist noch fest. Ja, ja. Passt schon. So. Der Sauerstofflevel hier drinnen sollte jetzt eigentlich low werden. Ja, wunderschön. Wieso pumpst du gerade Sauerstoff ab, oder was? Nein, ich pumpe gerade Sauerstoff in die Basis hier rein. Ich kann jetzt in der Basis hier drinnen atmen. Okay. Und das nur über... Also ich brauche keinerlei Eis dafür. O2 ist high. Wunderschön. Das ist cool. Die Basis steht jetzt zumindest in dem Raffineriebereich unter Druck. Mhm. Ja, voller Sauerstoff hier drin. Hier natürlich jetzt nichts, weil hier haben wir nichts, aber das könnte man natürlich auch, theoretisch könnte man jetzt hier sagen, wir wollen hier einen Lüfter reinbauen. Aber das mache ich jetzt noch nicht, weil ich helfe jetzt erstmal Well. Mal gucken, ob wir das rauskriegen, was da das Problem ist. Ich muss die ganzen Triebwerke eventuell mal ummontieren. Also du kannst ja hier, das ist der Frachtcontainer. Der da. Der kleine, der da hier? Liegt auch ein Display drin, ja. Und der hängt an dem großen. Und ich kann schon den kleinen schon nichts ins große schieben, irgendwie so. Und auf der anderen Seite, parallel, ist meine kleine Förderleitung, die zu einem großen Reaktor geht. Hm? Ja, was? Warte mal ganz kurz. Kannst du ihn auch gerne abmontieren, aber der hängt an dem großen, an dem mittleren hier dran. Genau, okay, in der Mitte. Ja. Ich kann ihn gerne mal eben abschrauben, sonst. Ich muss hier leider mal Triebwerke ummontieren. Weil das geht sich hier nicht so aus, wie ich mir das dachte. Ich kann mit dem Ding hier sonst nirgendwo andocken, ohne das Gerät, wo ich andocke, zu zerstören. Ich nehme jetzt mal ein paar Stängelchen Uran. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Da liegen ja 55 drin. Im kleinen Reaktor hier, der hier oben drauf ist, da liegt schon welche drin. Ja. Strom hat er. Nee, hat er nicht. Hier vorne ist der kleine Reaktor. Ja, ja. Aber das ganze Schiff hat keinen Saft. Nee, genau. Warum und hier eigentlich? Oben ist der Reaktor. Das ist da der Reaktor hier. Da liegen 10 Kilo drin, ja. Ich kann sie nochmal wieder rausnehmen und wieder reinpacken. Ja, der Block ist aus. Wieso ist denn der Block jetzt aus? Jetzt läuft er. Und jetzt läuft auch alles, denke ich. Warum war denn der Block aus? Ich weiß nicht, Well. Ja, ich weiß ich auch nicht. Ja, okay, jetzt läuft's auch. Jetzt kannst du zumindest... Der zieht Uran, aber du kannst trotzdem nichts da aus diesem Frachtcontainer rausschieben. Warum nicht? Ah, jetzt geht's. Okay. Ah, die Anzeigen gehen nicht. Die Herstellungskomponente gehen, die Anzeigen gehen nicht. Die kannst du nicht in die Verbinder reinpacken. Die sind zu groß, wahrscheinlich. Weil okay. Die Herstellungskomponente, die geht rein.
Na ja, gut, wir können es ja, ich habe ja jetzt sowieso in den Verbinder. Mir ging es nur darum, dass das Uran halt auch nicht gezogen worden wurde, weißt du? Und dann ja, wird man ja... Die zieht es jetzt in alle Teilbereiche rein und er hat auch, er benutzt auch scheinbar schon die ersten Triebwerke, um auszugleichen. Aber warum gleicht der aus? Hä? Oh ja, das Schiff kippt schon wieder. Well, kann das sein, dass das irgendwie mit den Schiffen zusammenhängt? Jedes Mal, wenn irgendeins von den kleinen Schiffen Sprite hat, habe ich so das Gefühl, unser Schiff kippt zur Seite. Dämpfer ausschalten oder sowas, dass der versucht, das gegen zu korrigieren. Könnte es sowas sein vielleicht? Weißt du, was ich meine? Ja, aber wir haben doch keine Dampfers. Ja, ja, freilich, wir hängen schon wieder fast in der Basis drin. Also das ist das Einzige, was mir erklären kann. Das ist ja wie, wenn zwei Schiffe aneinander andocken, dann soll ja das eine auch die Dämpfer ausschalten irgendwie, ne? Weil es versucht, so gegen zu korrigieren, weißt du, so? Was ja, ich meine? Das große Schiff. 1, 2, 3, 4. Ja, aber dein, also, was mich halt wundert, das große Schiff steht völlig in Ruhe. Ja. Aber das kleine Schiff kriegt die ganze Zeit Triebwerkprobleme. Also deins ist, was du gerade baust, hat links die ganze Zeit ein Triebwerk laufen. Weil es aus irgendwelchen Gründen der Meinung ist, das müsstest du irgendwie korrigieren, ne, was das große Schiff macht. Und ich glaube, da ist das Problem. Da ist da quasi Hase im Pfeffer, wenn man so möchte. Ja, lass mich eben die restlichen... Ich hänge jetzt die Triebwerke um. Ich möchte... Ich versuche mich irgendwie zu beeilen, dass ich diese Folge auf alle Fälle noch fliege. Ich habe das die letzten zwei Folgen schon gesagt, ich möchte jetzt offen gestanden, habe ich jetzt auch keinen Bock, eine Woche zu warten. Ja, verstehe ich. Achso, ich wollte ja mal... Achso, ja, ich bin ja aufgeladen. Wir brauchen einen Cockpitstuhl. Dann können wir unsere Stühle aufladen. Unser... Ich bin bei dir, Will. Zwei... Die können weg. Du hast Gyros an dem Ding dran, ne? Ja. Hatte ich. Ja, hab ich immer noch. Ja, ja, zwei sind dran. Vier sind dran, okay. Eins, zwei, drei, vier. Die gehen nach oben. Warum gehen die in die Triebwerke hier die ganze Zeit mit? Warte mal ganz kurz. Mit den Triebwerken nicht richtig. Die müssen auch tiefer. Okay, die Ionentriebwerke. Du baust gerade die Triebwerke auch um, ne? Ja, muss ich. Okay, so, jetzt brauchen wir nochmal... falls die anderen Atmos schraube ich ein andermal an. Obwohl, nee, das mache ich jetzt eben noch hin. So, also wir brauchen Atmos zum Gas geben, brauchen wir. Da kann ich irgendeinem Grund dreht dieses Schiff gerade völlig durch. Aber das verstehe ich nicht. Die ganzen unteren Triebwerke drehen völlig eskalierend total. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das Schiff ein Problem damit hat, weil es jetzt aktuell in der Luft hängt und quasi nicht mit dem Hauptschiff mit Fuß verbunden ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das das Problem ist, dass die Füße unten in der Luft hängen. Ja, das glaube ich auch, dass es ein Problem ist. Aber du könntest das Schiff ja jetzt, so bist du es eigentlich, mal parken am Boden. Du wirst ja gehen. Nee, noch nicht. Wir haben überhaupt keine, ich habe überhaupt nicht ausreichend Triebwerke dran gerade. Und ich habe Energy Low. Warte mal eben. Ich muss mal kurz aufladen. Momentan bewege ich das Schiff keinen Zentimeter, weil Triebwerke fehlen. Und zwar massiv Triebwerke fehlen. Irgendwie so.
Das würde hier wegtreiben wie sonst was. Trieb. Nee. Es fehlen Hamburg, auf jeden Fall Triebwerke in der Anlage. Haben wir keine Triebwerkkomponenten mehr? Was brauche ich denn? Triebwerkkomponenten doch, oder? Ich habe welche eingepackt. Achso. Ich habe welche eingepackt. Aber wir haben auch, glaube ich, gar keine mehr. Also, wenn jetzt, ich mich ganz jetzt haben wir keine mehr. Ich hätte ganz gerne mal, ich brauche nochmal ein paar Rückwärts-Ionen-Faster. Moment. Zwei Stück brauche ich nochmal. Setz mir mal welche, ich lege alles rein, was ich habe. Ja, irgendwo die Ionenfraster haben nicht so eine irre Reichweite, ne? Die kann man relativ nah, glaube ich, verbauen, ne? Ja. Ich setze ihn erstmal da einen hin und auf die andere Seite einen hin, das muss reichen. Warte. Mein Zeug ist drin. Auch drin. Okay. So, das muss dann reichen. Versuch's mal ab. Also setz dich mal rein. Ja, ich mache meinen Kontrollflip. Nee, noch nicht. Nee. Triebwerk. Gut, kopier die erstmal alle. Ionen. Neu. Ja, mache ich auch. So. Ionen. So, und dann machen wir nochmal Atmos. Atmos. Wie kann ich das degruppieren? Ich kann einfach die Blockgruppe löschen. Dann lösche ich nur Du kannst auch die Gruppe anwählen und klickst dann mit Steuerung gedrückt einfach noch die fehlenden an. Dann nochmal auf Speichern. Achso, nee, dann sind bei den Atmos komischerweise alle drin in der Gruppe. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen mich kurz reingesetzt. Achso, okay, was sagt, dann mache ich das nochmal so. Bloß bei den Ionen haut es gerade nicht hin, weil da haben wir ja jetzt welche gebaut. So, Gruppe, das sind die Atmos, die hätte ich ganz gerne woanders hin. Ionen. So, und Atmos packe ich auf 6. Block umschalten an aus. Triebwerk, sag mal, Fährregeln und Fahrwerk, Endregeln. Okay. Sekunde, die Atmos sind jetzt, die Ionen sind jetzt an. Und die Atmos mache ich jetzt aus. So, okay. Atmos sind aus, glaube ich. Ich sehe es halt hier nicht so gut. Ja, muss wohl. Ja, trenn mal den Block da ab, ruhig. Bist abgetrennt, beweg dich mal. Kann ich mich bewegen, jetzt ohne dass ruhig. Kann ich mich irgendwo bewegen, ohne dass ich irgendwo anstoße jetzt wegen dem Block? Warte mal. Trag mal den ganzen Turm da eben ab, sonst ist es mir zu gefährlich. Ich explodiere sonst bestimmt gleich. Danke. So. Das Fahrwerk da unten kannst du auch wegnehmen, ne? Das gehört hier nicht zu. Ja, so, du meinst den ganzen. Gut, du bist frei. Well, du bist frei, ja, du kannst fliegen. Ich brauche noch ein paar mehr Triebwerke, nach hinten ist ein bisschen zäh. Gyros gehen super. Gyros gehen super. Irgendwie geht nach vorne gerade nicht gut. Ich treibe immer noch nach hinten. Warum geht nach vorne nicht gut? Die hinteren Triebwerke sind aus. Warum eigentlich? Triebwerke alle abwärts. Ich schalte sie mal alle aus und alle an. Jetzt sind sie an. Die hinteren laufen jetzt. Jetzt läuft es auch, ja. 180 Tage kann ich damit fliegen. Ach, du mega. Alles klar. Sehr geil. So, okay. Ja, dann mach ich nochmal. Doch mal am Boden an. Ich mache erstmal ein Foto davon hier. So. Von dem Mörder-Ding hier, wenn ich schon so lange dran geschraubt habe. Ja, das ist doch das Musterbeispiel eines Transporters. So stelle ich mir so eine richtige Cargo-Schubse vor. Ja, für Planeten müsste ich. Ich habe jetzt nicht so viele Atmos dran, also nicht genug, aber da müssen wir mal gucken. Da muss man sich rantasten irgendwie so. Blueprint machen und dann. Ich stelle mir gerade vor, wie Ich steig mal aus und mach dann adäquat das Foto hier. Ich stelle mir gerade vor, wie du an einen Stargate mit deinen Füßen angedockt bist, an einer Bodenplatte und damit zur Richtung Planeten stürzt. Ja, stürzen ist das sauber Wort, ne? Ja, genau. Na gut. Dann pack's mal schnell. Ja, dann pack ich mal eben schnell hier. Ja, so, bei mir vielleicht. Ich weiß dich ein. Tiefer! Nase runter! Moment, Nase runter? Nase ein bisschen runter, ja. Also ja, erstmal generell tiefer und weiter vor. Genau, und weil dann. Das ist ja doch länger, als man denkt. Rechts jetzt von dir aus. Okay, ja, so ist gut. Noch ein bisschen. Schlückchen vor. Okay, so. Oh, das machst du so herrlich. Und jetzt kannst du mal runter.
mit der Nase. Also insgesamt. Passt. Hast Verbindung. Verriegeln ist in grün, ne? Wahrscheinlich geworden, ja, ne? Ja, oder? Ist grün. Jetzt kann ich wieder nicht, jetzt wo ich wieder verbunden bin, kann ich wieder nicht ranzoomen, so. Aber der hintere ist nicht grün. Warte mal ganz kurz. Was hat er denn da? Warum geht jetzt vorne drin? Habe ich gerade repariert vorne, das Fahrwerk? Lande nochmal. Jetzt runter, genau. Und jetzt drückt nochmal. Das hintere ist jetzt verriegelt. Das vordere nicht, aber ist egal. Jetzt ist, nee, es reicht, wenn eins verriegelt. Nee, das Problem, was ich gerade habe, weil, sobald, ja. Warte mal ganz kurz. Sobald du andockst, eskaliert das Ding völlig und ganz. Achso, warte mal, dann ist wahrscheinlich Autoverriegelung. Schalt die mal bitte ab von den Triebwerken, von den Fahrwerken. Ich habe mal gerade die Triebwerke ausgeschaltet, weil das geht nicht gut. Nee, aber mach von den Fahrwerken mal die Autoverriegelung aus. Das wird's sein. Ja, ist aus. Und jetzt kannst du nochmal, warte mal, das hintere ist gerade wieder kaputt. Nee. Jetzt bin ich angedockt, oder? Nö, beide aus, beide grau. Sind beide komplett, jetzt sind beide gelb, jetzt sind beide grün. Und jetzt... Ach, gar nicht, schau das mal an. Jetzt geht das hintere wieder kaputt gerade. Aber jetzt steht still, jetzt steht still, du. Ja, ich habe mal alle Triebwerke ausgeschaltet, weil das geht ja auf keine Kuhhaut, aber jetzt zerlegen uns ja das ganze Schiff. Nee, sieht so aus, dass die Ionen laufen noch, wenn du mich fragst. So, die Ionentriebwerke laufen nur noch, ich sehe es doch hier. Die nur noch, die zünden doch noch die Ionentriebwerke hier. Aus sind die nicht. Jetzt sind sie. Und wir waren die alle aus. Okay, na gut. Well, dann sehen wir uns jetzt gleich in der Schlafkapsel. Jetzt sind sie aus. Okay, passt. Aber wie gesagt, mit dem Ding müssten wir hoffentlich, bei den Fahrwerksfüßen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber eigentlich sollten wir mit eventuell durch das Stargate kommen. Sonst müssen wir die Füße, können wir auch abschrauben, dann muss das Ding halt immer irgendwie an einem Verbinder mit einem Popo nach unten andocken, irgendwie so. Okay, dann gehen wir schlafen und wir machen jetzt auch Feierabend. Wo geht's denn hier rein? Ich finde wieder den Eingang nicht. Zwerg, nimm mich mal in die Hand. Ich habe keine Ahnung, meine Schlafkapsel, Will. Ich habe keine Ahnung, wo es hier reingeht. Rum, vorne, wie immer. Ich nehme jetzt den langen Weg. Hinten rum? Nee, eigentlich müsste das der kurze Weg sein. Ich guck mal. So. Ja, du. Wo muss ich denn hin? Ich finde unser Schlafzimmer gar nicht mehr wieder. Wo bist du denn? Irgendwo in den Tiefen des Schiffes. Ah. Bist du unten? Nee, jetzt kriege ich mich langsam ein hier. Du wirst es nicht, du musst es dir mal in der Folge angucken. Okay. Ich brauche Sauerstoff, mir geht's gerade nicht gut. Dann rein in die Schlafkapsel. Ja, okay, ich bin in der Schlafkapsel, okay. Gut, so, bis wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.